Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Wie angebracht sind Debatten über Normaldenker, Nicht-Normaldenker, die Kritik des Bundespräsidenten, der Konto des Bundeskanzlers? Was sagt er aber auch zu den Plänen vom neuen SPÖ-Chef Andreas Babler über eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich? Und wie ist eigentlich die Stimmung in der heimischen Wirtschaft und Arbeitswelt derzeit? Das möchte ich jetzt Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara fragen und ich freue mich, ihn hier im Studio begrüßen zu können. Danke für die Einladung. Ich fange mit dieser Kritik vom Bundespräsidenten an in Bregenz, wo er eben mehrere Parteien, also eigentlich drei Parteien kritisiert hat, darunter die ÖVP, mit einer Politik des Fenstereinschlagens und so Sätzen wie wir vertreten die Normaldenker von der Johanna Mikl-Leitner. Und da hat er gefragt, was ist normal und was ist nicht normal. Der Bundeskanzler hat ihn dann gekontert, es sei wohl normal, dass man über Normalität reden kann und ein Schnitzelessen sei noch erlaubt, auch vegan zu essen sei erlaubt. Was ist denn für Sie normal? Also ich glaube, wir importieren da eine Debatte aus den USA, also eine Kulturkampfdebatte, eine Frage um Normen, eine Frage, ob Minderheiten einer Mehrheit eine Meinung, ich sage es bewusst, aufs Auge drücken dürfen oder nicht. Wir leben in einer liberalen Demokratie, in einem Rechtsstaat westlicher Prägung. Da ist wichtig, eine Balance zu finden, nämlich, dass wir auf Minderheiten auch schauen, dass wir auf sie hören, auf ihre berechtigten Anliegen, dass wir aber auch akzeptieren, dass es Mehrheiten gibt. Das ist kein einfacher Weg, diese Gratwanderung. Aber da muss man feststellen in den letzten Jahren, dass wir mehr und mehr plötzlich Debatten über die Ränder führen und die große, breite Mehrheit der Bevölkerung, die sich mit diesen Debatten unwohl fühlt, eigentlich alleine lassen. Das ist oftmals eine schweigende Mehrheit, über die gesprochen wird. Das ist eine breite Mitte, das kann man bei vielen sozusagen Themen sehen. Und ich glaube, wir sollten nicht über Normalität oder Nicht-Normalität reden, sondern über die Lebensrealität der Menschen, deren reale Probleme, die sie jeden Tag spüren, in der Kinderbetreuung, in den Krankenhäusern, im öffentlichen Personennahverkehr, bei der Sicherheit, aber auch in der Teuerung, am Arbeitsplatz, in unseren Mitgliedsbetrieben genauso wie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir machen viele Betriebsbesuche, meine Kolleginnen und ich, in allen Bundesländern, in allen Branchen. Wir reden nicht nur mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, sondern auch mit den Mitarbeitern. Wir gehen in die Kaffeeküche, setzen uns hin, wenn man über die Produktionsstraßen entlang, wir reden mit den Leuten im Logistikzentrum, im Lager, überall. Und die sagen ihnen, wissen Sie, wir haben das Gefühl, Herr Mara, da ist irgendwo weit weg, werden da Entscheidungen getroffen, die haben kein Gefühl mehr für das, was jeden Tag draußen passiert. Das beginnt beim Thema Energiewende, das geht bis zur Gesundheitsversorgung. Überall finden die Leute, wenn wir vielleicht noch ein bisschen drüber reden, das spüren die Leute. Und die Leute spüren natürlich auch die Preise an der Tankstelle, im Supermarkt. Das sind Lebensrealitäten. Und ich glaube, die Debatte muss geführt werden, was ist real und was ist nicht real. Und daher statt muss ich über das normal und nicht normal. Sie haben es jetzt angesprochen, das hat man ja auch bei den letzten Wahlen gesehen. Das sieht man übrigens in ganz Europa, dass das natürlich die Themen sind, die die Menschen sehr beschäftigen, teilweise wütend auf die Regierung machen. Macht die auf Regierungen, nicht nur auf unsere, aber hier sieht man ja auch an den Umfragen, dass die Zustimmung zur schwarz-grünen Regierung sehr enden wollen ist, um das nett auszudrücken. Macht die Regierung da genügend? Ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Es gibt ja sehr viel Frust gegenüber der Politik in Summe. Das wird auch ganz stark über die sozialen Medien produziert. Und da ist dann die Politik ehrlicherweise auch oft undankbarerweise, egal ob Opposition oder Regierung, Projektionsfläche für Dinge, die sie auch gar nicht verändern kann. Weil wenn es eine große Energiekrise am Markt gibt, Stichwort Russland-Ukraine-Krieg, und wir sind da alle mitgefangen oder man will die Energiesysteme umstellen, dann hat das Auswirkungen auf Märkte. Wenn sich die Chinesen und die Amerikaner im internationalen Wettbewerb bekämpfen und Europa unter die Räder kommt, dann hat das Auswirkungen. Es werden immer nach Schuldigen gesucht und die Populisten von beiden Seiten, ganz links, ganz rechts, geben dann meistens einfache Antworten, obwohl die Welt eine komplexe ist. In der Teuerungsfrage muss man ehrlicherweise sagen, wir haben als Sozialpartner ja schon unmittelbar nach Kriegsbeginn im März vor einem Jahr, der Wolfgang Katzian und ich mit der Renate Anderl, in großer Einigkeit gesagt, 10-Punkte-Liste, kann mich erinnern, war auch da, durfte es beim Herrn Fellner Junior auch präsentieren damals, Wolfgang Katzian hat es ja auch vorgetragen, der Regierung mitgegeben und gesagt, löst uns da einige Punkte. Und die Regierung hat ehrlicherweise 7 von 10 umgesetzt. Die österreichische Regierung hat schneller als andere
manche behaupten, zu früh viel Geld in Umlauf gebracht, das dann auch wieder dazu geführt hat, dass manches dieses Geldes die Inflation angeheizt hat. Stichwort Klimabonus und diese Dinge. Also oftmals tut man Gutes und es hat nicht sofort die unmittelbaren Auswirkungen. Also ich würde da der Regierung in der Teuerungsbekämpfung eigentlich kein schlechtes Zeugnis ausstellen, weil Österreich, Stichwort Tourismus, gut positionierter Tourismus, anders strukturiert ist als Deutschland. Da haben im Winter viele internationale Gäste. Da können unsere Betriebe erfreulicherweise ein gutes Geschäft machen und Mitarbeitern dort auch einen guten Job geben. Das wirkt sich dann wieder auf die Inflation. Also wir haben da ein bisschen andere Positionierung und sind natürlich auch mitgefangen in dieser Energiefrage. Was nicht passiert ist, und das muss man ehrlich ansprechen, ist, wir wollten unmittelbar ab Kriegsbeginn haben, dass sich dieser Strommarkt, ja, in Europa einer anderen Regulierung unterzogen wird. Mhm. Stichwort Merit Order. Wie oft haben wir über das geredet? Mhm. Und was ist dann in Österreich passiert? Man hat dann jetzt hinten nach subventioniert. Das heißt, man hat sich mal alle Preise durch das System gegeben, fressen zu lassen. Das heißt, die sind in jeder Produktionsstufe teurer geworden, bei den Rohstoffen, bei denen, die dann die Produkte produziert haben, im Großhandel, im Handel, bis zu uns allen Konsumentinnen und Konsumenten, und wundert sich jetzt, warum das die Inflation getrieben hat. Hätte man vorhin abstoppen können, wie die Spanier und die Portugiesen. Die haben das ein bisschen anders gemacht. Das ist verschüttete Milch. Ich glaube, die Problematik ist ja nicht vorbei. Die Teuerung ist nach wie vor da. Das berührt die Menschen natürlich. Und liegt doch klar über dem Euro. Und liegt natürlich über dem. Das liegt aber zum Teil an der Struktur der österreichischen Wirtschaft. Muss man dazu sagen, muss man fairerweise dazu sagen, das hat eben Vor- und Nachteile. Aber die Tendenz hat begonnen, dass es jetzt runtergeht. Und wir sind natürlich alle gespannt, wie tief hinunter wird es dann im nächsten Jahr 2024 geben. Schwierig ist, der Wirtschaft geht es nicht gut. Nicht? Im Bau sieht man die Probleme. Man sieht sie auch schon bei manchen Exportbetrieben. Auftragsrückgänge. Im Handelsbereich gibt es Teile des Handels, die gar nicht gut gehen. Die haben, wenn man sich die Zahlen der ersten beiden Quartale anschaut, eigentlich real, also nicht inflationsgerechnet, sondern real, machen die ein Minus. Ja, also der österreichischen Wirtschaft geht es nicht gut, da muss man schon genau hinschauen. Deutschland ist ja schon in einer technischen Rezession. In den USA wissen sie noch nicht, ob es ein sogenanntes Soft Landing gibt oder doch auch eine Rezession. Droht der österreichischen Wirtschaft eine Rezession? Weil normalerweise, was in Deutschland ist, kommt früher oder später auch nach Österreich. Nee, wir sind so eng mit der deutschen Wirtschaft verbunden. Das ist ja unser wichtigster Exportpartner. Und Österreich lebt plus minus zentral vom Export. Wir verdienen 6 von 10 Euro auf den Weltmärkten. Und von allen Exportpartnern ist Deutschland der größte. Der ist 5-mal so groß wie Italien als Exportmarkt, 5-mal so groß wie die USA, also ungefähr 50 Milliarden plus in Deutschland. Damit sieht man schon, wie bedeutend das ist. Wir liefern sehr viel nach Deutschland hinein. Und wenn Deutschland schwächelt, also wenn man so richtig sagt, Deutschland eine schwere Grippe bekommt, Österreich unmittelbar einen Schnupfen. Ja? Mhm. Also ja, wir hängen da dran. Ob wir mit einer Delle davon kommen oder nicht, lässt sich jetzt schwer sagen, aber es werden sehr anspruchsvolle Zeiten werden. Mhm. Gleichzeitig haben wir das Phänomen, dass die Arbeitslosigkeit noch nicht so ansteigt, weil es gleichzeitig auch einen Arbeitskräftemangel gibt. Was wäre denn Ihre Antwort darauf? Sie haben vorher schon in einer Antwort einzelne Branchen angesprochen, wo es ein massives Problem gibt, Gesundheitsbereich, Pflege, Lehrer. Na, das Problem gibt es überall. Das ist ja die am meisten verschwiegene Debatte und ich finde das so unfassbar skandalös, dass wir nicht endlich offen und ehrlich über das reden. Wir haben ein riesiges Problem mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen Bereichen. Das kann man sich wie einen großen Kugelhupf vorstellen. Mhm. Und ein Teil ist die Wirtschaft des Kugelhupfs und ein anderer Teil ist der öffentliche Bereich. Im öffentlichen Bereich gehört rein die Pflege, die Krankenanstalten, die ärztliche Versorgung, die Kindergärten, die Schulen, der ganze Sicherheitsbereich, Polizei, Bundesheer, aber natürlich auch der öffentliche Personennahverkehr und die Verwaltung und vieles andere. Und dort gibt es genauso einen Arbeitskräftemangel wie in der Wirtschaft. Wenn Sie mit offenen Augen durch Wien gehen oder durch eine andere Landeshauptstadt, werden Sie sehen, es hat noch nie so viele Jobinserate gegeben, die auf den Infoscreens laufen von den Wiener Linien oder bei der ÖBB. Und wissen Sie, was passiert? Die werben sich wechselseitig jetzt die Mitarbeiter ab. Ja, von der ÖBB zu den Wiener Linien umgekehrt. Die Burgenländer versuchen jetzt mit höheren Gehältern die Ärzte aus Wien abzuwerben. Mhm. Die Notfallmediziner gehen in Wien streiken. Der Chef der Lehrergewerkschaft sagt, wir werden Klassen nicht besetzen können. Die Elementarpädagoginnen bitten hilferufend, dass man irgendetwas macht, damit man die Kinderbetreuung verbessern kann. Über die Pflegeheime möchte ich gar nicht reden, weil das ist so der Tabuthema, da tut jeder den Mantel drüber legen. Und in der Wirtschaft geht es in allen Bereichen gleich. Ich stelle mir die Frage, was muss passieren, damit endlich alle in Österreich aufwachen und von diesen, ich sage es wieder bewusst, realitätsfernen Wunschdebatten,
zu den Punkten kommen, wo es die Menschen im Alltag betrifft. Und wirklich viele, viele Mitarbeiter bei unseren Touren in den Betrieben sagen uns, ich spüre das, der Chef findet niemand, die Chefin findet niemand. Wir würden eh gern mehr machen, ist übrigens eine positive Nachricht, wenn sie das netto auszahlt für uns. Also wir machen mehr Überstunden, aber es muss sich netto auszahlen, wir wollen nicht die Deppen sein. Und gleichzeitig gibt es einen Teil in der Bevölkerung, der sich gern so ein bisschen mehr schöngeistige Teilzeit verabschiedet und der Meinung ist, die anderen sollen den Job machen. Ich habe von meiner Großmutter eine Aussage mal gelernt, die gesagt hat, nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir das Land aufgebaut, in dem wir gesagt haben, jede und jeder leistet einen Beitrag, Stichwort Solidarvertrag, nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip. Jeder, wie würde man sagen, haut sich rein, macht ordentlich etwas dafür und bekommt dann im Fall des Falles aus dem Sozialsystem auch etwas raus. Das funktioniert schon, aber es funktioniert nicht, wenn ein Teil sagt, ich mache weniger, ich wünsche mir das, ich separiere mich. Das geht sich weder von den Stunden aus, also das sehen wir an der Gesamtarbeitsleistung, und es geht sich auch nicht finanziell aus. Und was zur Wahrheit halt dazu gehört, es ist eine unangenehme Wahrheit. Aber wir haben 230.000 offene Stellen. Mhm. Und jetzt gehen durchaus in wohlverdienten Ruhestand die Menschen der Babyboomer-Generation. Das sind jedes Jahr in den kommenden Jahren mehr als unten junge Nachkommen. Wir könnten bis zu 500.000 offene Stellen haben in den kommenden 10 bis 15 Jahren. Wie das bedeutet für uns alle, für diesen Google-Hub? Wir fangen in die Wand. Und jetzt demonstrieren eh schon die Ersten. Die Notfallmediziner, ja? Die Lehrer im öffentlichen Bereich. Und wir haben jetzt da Daten erhoben, die haben die eh. Da sagen die Österreicher und Österreicher, wir spüren das jetzt und wir würden keine Reduktion der Arbeitszeit haben wollen, weil wir wissen, es wird dann noch schlimmer. Ganz im Gegenteil, wir brauchen eine Debatte, ob wir nicht alle ein bisschen mehr arbeiten als weniger. Das wäre die ehrliche Antwort. Aber wie soll das funktionieren, mit alle ein bisschen mehr arbeiten? Also bessere Begünstigungen oder mehr begünstigte Überstunden, wie könnte man das regeln? Ich glaube, da gibt es ein paar ganz einfache Stellschrauben und an denen muss man auch tabulos drehen. Wir haben eben nicht mehr die Situation wie in den 70er, 80er Jahren, wo wir eine andere Bevölkerungspyramide gehabt haben, das heißt weniger Ältere, sehr viele Junge, wo man immer argumentiert hat, auch von Seiten der Gewerkschaft, wenn man die Älteren länger arbeiten lassen, nehmen die am Jungen einen Job weg. Es gibt die Menschen nicht. Die sind nicht da. Menschen, die nicht vor 20 Jahren geboren wurden, gibt es heute am Arbeitsmarkt nicht. Und es geht nicht nur uns so. Die Deutschen suchen hängende Ringe, die Italiener, die Franzosen. Das ist ein europäisches Phänomen. Wir haben eine überalterte Bevölkerung. Die wird älter und älter und älter. Wir werden daher mehr Geld und mehr Mitarbeiter im Sozial-, im Pflege-, im Gesundheitsbereich brauchen. Das muss man immer mitbedenken. Das heißt, an welchen Schrauben können wir drehen? Alle, die bereitwillig sagen, ich würde ein bisschen mehr machen wollen, wenn sie es für mich auszahlt, die müssen wir unterstützen. Das heißt, Überstunden müssen deutlich mehr steuerfrei gestellt sein. Breche ich eine Lanze für die Jungen, ganz aktuelle Daten aus dem zweiten Quartal, 72% der 16- bis 30-Jährigen sagen, sie würden mehr Überstunden machen, wenn sie es netto auszahlt. Also diese Geschichte, die ganze Jugend ist faul, das ist auch so eine Frechheitgeschichte, wo so mit zur allgemeinen Polarisierung gearbeitet wird. Wir haben viele junge Menschen, das sind mehr als 2/3, die sagen, ich bin bereit anzupacken, ich will mir was aufbauen, aber es muss sich rechnen. Und ähnlich bei den Älteren haben wir auch ganz frisch erhoben, da sagen sensationelle 83%, muss ich festhalten, 83% derjenigen, die in den nächsten 10 Jahren in Pension gehen werden, sie würden 10 Stunden oder mehr weiterarbeiten, wenn das für sie brutto für netto war. Nach dem Regelpensionsalter. Mhm. Das heißt, wir könnten doch radikal denken und sagen, neben der Überstunden-Steuerfreistellung, zu sagen, alle, die das volle Regelpensionsalter erreicht haben und die arbeiten wollen, die müssen im Betrieb nur mehr unfallversichert sein. Und sonst geben wir ihnen das Cash brutto für netto. Die haben ja voll Pensionsversicherungsbeiträge einbezahlt, die Betriebe auch. Es entgeht dem Staat auch kein Geld, weil wenn die in Pension gehen, würden die nichts tun. Aber sie würden uns allen helfen, im Kleinen oder im Großen, mit 5 Stunden, mit 10 und wie auch immer. Das nächste Thema, Sie erinnern sich an die Debatte, wo der Bundesminister Koch gesagt hat, im Teilzeitbereich muss man was machen, weil es ist eigentlich so, dass man, wenn man in Teilzeit ist, steuerlich optimierter dran ist als bei der Vollzeit. Na, da hat er recht. Da hat er recht. Und es sind nicht nur Leute, die in Teilzeit sind, die gezwungen sind, das zu machen, wegen Kinderbetreuung oder Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen. Nein, es sind auch Menschen, die auch schon übel nicht. Und es sind halt Leute, die auch rechnen können. Also muss man, glaube ich, auch dort in der steuerlichen Frage etwas machen. Aber sollte man dann nicht eher schauen, dass man jenen, die in Vollzeit sind, dann mehr gibt? Vollkommen richtig. Es braucht einen Umbau im Steuersystem und über das müssen wir ehrlich diskutieren, wenn wir wissen, dass uns die Leute schon ausgegangen sind und auch keine im Großen Stil nachkommen werden. Und wir müssen den jungen Menschen, es sind mehrheitlich Frauen, helfen, die sagen, ich würde gern mehr machen, aber mir ist die Gesundheit, das Wohlergehen,
meines Kindes wichtig, meiner Kinder wichtig. Ich will die nicht irgendwo in die Betreuung geben. Ich will, dass das, wenn ich schon mehr arbeiten gehe, eine qualitätsvolle Betreuung ist. Daher gehört das ausgebaut. Da sind wir in Europa nicht gut positioniert und ganz ehrlich, der größte Schatz für uns alle, für unsere alle Zukunft sind unsere Kinder. Und dann gibt es ein letztes Thema, das ist ein heikles in Österreich, weil tabuisiert. Ja, wir werden auch über Menschen reden müssen, die wir nach Österreich hineinholen. Klar, also gezielte Zuwanderung. Und da sage ich aber ganz offen, die, die gewisse Fertigkeiten haben und die, die kommen wollen, weil sie arbeiten wollen. Also wir wollen die zu uns holen, die uns helfen wollen. Mhm. So wie sie schon im Bereich der Gastarbeiterinnen und vor allem Gastarbeiter schon mal hatten. Diejenigen, die nicht arbeiten wollen, wäre ich der Meinung, hätten wir genügend. Und da trifft, glaube ich, auch das den Nagel auf den Kopf in der breiten Bevölkerung. Niemand hat etwas gegen jemanden, der mithilft. Und wir werden sie brauchen. Also das sind, glaube ich, alles Komponenten, wenn man sie aneinander reiht, das kann man machen. Da sagen aber viele, da sagen wir auch Unternehmer, die Stimmung, die gegenüber Ausländern gemacht wird, auch wenn da von mir aus anderes gemeint wird, wird dazu führen, dass wirklich qualifizierte Arbeitskräfte, die sie jetzt meinen, nicht hierher kommen wollen und halb Europa oder ganz Europa sucht ja derzeit. Wir sind im Wettbewerb, genau. Es suchen alle. Also wir sind halt in beinharter Konkurrenz mit den deutschen Anwerbeagenturen und den Italienern. Mhm. Aber, und da muss ich jetzt auch wieder sagen, so wie diese Kulturkampfdebatte, über die wir am Anfang gesprochen haben, da wird gezielt im Land gegen Österreich Stimmung gemacht. Ich lehne das ab. Gezielt gegen Österreich. Wir haben zum Beispiel eine ganz andere Erfahrung. Wir haben ein riesiges Pilotprojekt, das ist öffentlich bekannt, Arbeitskräfte aus den Philippinen zu holen, ein Land, christlicher Background für Pflegerinnen und Pfleger. Mhm. War Delegation dort, jetzt gerade da, die Verträge sind unterschrieben worden. Das geht in super Zusammenarbeit mit den Kollegen auf den Philippinen. Wissen Sie im Ranking, wo das abgefragt worden ist für Europa, wo die am liebsten arbeiten wollen? In Österreich. Also ist das nicht wieder eine Debatte, wo versucht wird, im Land uns für politisches Kleingeld eigens zu vernadern? Ich bin da in der Zwischenzeit sehr vorsichtig geworden, weil wenn man in den Forschungsbereich hineinschaut, und ich darf das als ehemaliger Staatssekretär zuständig und Wissenschaftsminister sagen, wir haben einen Brain Gain und keinen Brain Drain. Unsere Spitzenforschungseinrichtungen vom AST Austria, von den Toren Wiens bis zu den tollen Forschungszentren unseres Unis, hätten die mehr Stellen, würden dann noch mehr Leute kommen. Es ist toll, in Wien zu leben. Es ist Österreich ein wunderbares Land. Die Teams funktionieren gut. Ich finde es immer so wahnsinnig, ich sage es bewusst, skandalös, wenn man das eigene Land schlecht macht. Ja, wir haben dazu eine verkrampfte Debatte. Ja, wir könnten uns da noch besser positionieren, aber es ist wesentlich besser, als viele uns schon wieder einzureden versuchen. Ja, da muss ich sehen, aber jetzt, da muss ich jetzt was aufgreifen, weil natürlich Wien wird auch regelmäßig in sämtlichen internationalen Rankings als lebenswerteste Stadt. Die Lebensqualität hier wird ziemlich gelobt, wurscht ob in der New York Times, im Economist und Co. Gleichzeitig ist die Wiener ÖVP jene Stadtpartei, die Freiheitlichen lasse ich jetzt aus, das wissen wir eh, die jetzt permanent so macht, als gäbe es hier lauter Unsicherheitszonen. So viel zum Thema schlecht machen. Ja, der Karl Mahr ist ja ein Sicherheitsspezialist. Ja, er hat ja quasi Namensgleichheit mit mir. Das ist ja nicht jemand, der aus einem... nicht verwandt und nicht verschwägert. Der nicht aus einem sozusagen fremden Feld kommt und nicht auskennt. Das ist ein ehemaliger Spitzenpolizist. Der darf wohl auch benennen, wo vielleicht was nicht passt. Und nochmal, es gibt natürlich Bereiche, wo was nicht passt. Unser Problem in Österreich ist gerade, in dem Moment, wo jemand was benennt, wird er skandalisiert. Weil man das nicht darf. Ich glaube... Es ist Zeit für unangenehme Wahrheiten, ja, und nicht für angenehme Unwahrheiten. Wir haben eine Zeit, wo die Bevölkerung das spürt. Wenn man jemand, der in einem Problemgebiet wohnt, erklärt, dort ist kein Problem, dann wird er sich von der Politik abwenden. Ich glaube, wir sollten mit Verallgemeinerungen vorsichtig sein. Wir sollten sagen, wo ist spezifisch was wie. Also zum Beispiel, es ist nicht nur in Wien schön, ja, es gibt auch viele internationale Forscherinnen und Forscher, die gerne in Oberösterreich arbeiten wollen, weil die dort Software, Park Hagenberg, Linzer Uni ein Kompetenzzentrum haben. Quantenphysiker wollen nicht nur nach Wien kommen, wir haben ein super Kompetenzzentrum in Innsbruck, die wohnen auch gerne in Innsbruck, es ist prachtvoll in Innsbruck zu wohnen, Berge. Und dort zu arbeiten. Mhm. Ja, aber ich sage nur dazu, wir sollten als Österreich ein bisschen mehr Mut zum aufrechten Gang haben und uns nicht selber kleiner machen, als wir sind. Wir sind kein kleines Land, wir sind in der Europäischen Union ein mittelgroßes Land. Wir haben eine unfassbar hohe Lebensqualität, aber wir sollten aufhören, von der Substanz der Vergangenheit zu leben
und in der Realität des Heute ankommen und wissen, wir werden alle die Ärmel aufkrempeln müssen und ein bisschen mehr tun müssen. Weil Sie von wir sollten ins Heute ankommen, möchte ich noch ein Thema ansprechen, nämlich die künstliche Intelligenz. Wir wissen, da gibt es rasante Fortschritte und es gibt in Europa schon einen Wettstreit zwischen Großbritannien und Frankreich, wer der Leader in Europa wird. Man hat ein bisschen den Eindruck, dass hier zwar geredet wird, wir seien sehr gut in Mikrochips machen, aber wie weit nehmen wir hier überhaupt an dieser AI-Kompetenz teil? Also es gibt ausgezeichnete Forschungsgruppen, die sich mit dem Thema ja schon längere Zeit beschäftigen. Also es kommt alles aus dem Bereich der sozusagen Forschung der neuronalen Netzwerke. Das ist eine Forschungsdisziplin, die tief in die 90er Jahre zurückgeht. Da hat niemand in der Pendeluhr geschlafen in Europa, sondern da ist viel passiert. Aber die Transformation dieser Forschungsergebnisse dann in den betrieblichen Alltag und das Gründen von neuen Unternehmen in dem Bereich, so wie in anderen Bereichen der Digitalisierung auch, da ist halt Europa, muss man ehrlicherweise sagen, ins Hintertreffen geraten im Vergleich zu den USA und zu asiatischen Ländern. Das sehe ich im KI-Bereich auch wieder. Was ist die erste Debatte, die wir öffentlich haben? Wie regulieren wir das zu Tode? Also ich glaube, der Staatssekretär Florian Durske hat vollkommen recht zu sagen, es braucht Regeln, weil eine neue Technologie auch immer gegen die Menschen verwendet werden kann. Zur Überwachung, zur Kontrolle. Also das wollen wir alle nicht haben, wir wollen alle unsere Freiheiten haben. Aber eine neue Technologie kann sehr zum Wohle der Menschen auch verwendet werden. Gerade im Bereich künstliche Intelligenz, also ich habe Softwareprogramme, nehmen wir ein Beispiel, die bildgebende Diagnostik, also Radiologie, CT, MR, in Sekundenschnelle Ihre Bilddiagnose oder meine mit 100.000 Millionen anderen Bildern vergleichen können, um wesentlich punktgenauer sagen zu können, könnte bei uns ein Krebs ausbrechen oder nicht? Und was könnte man machen aus der Erfahrung, um den auch erfolgreich zu therapieren? Also wir müssen die Chancen sehen, die das bietet, vor allem in der Gesundheit, in der Lebensqualität, auch in der Optimierung der Energiesysteme und dann die Risiken abwägen mit dem, was auch bedrohlich sein könnte im Bereich der Überwachung, der Verselbstständigung solcher Systeme. Und das war immer mit großen Technologien in der Menschheitsgeschichte so, es gab die Bedenkenträger, die sich am liebsten Vogelstrauß, Kopf in den Sand und gehofft haben, dass irgendwie sich das alles findet. Und es gab die wagemutigen Pionierinnen und Pioniere. Und da haben wir eigentlich in Österreich, auch das ist in Vergessenheit geraten, so vor 150 Jahren eine tolle Tradition gehabt, die Gründerzeit und Gründerinnenzeit. Das war die Hochblüte des ersten industriellen Zeitalters. Lang her. Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir Top-Firmen haben in dem Land, die auf den Weltmärkten reagieren. Aus dem mittelgroßen österreichischen Land, die sich gegen die härteste Konkurrenz in China, in Südkorea, in Indonesien, in Mexiko und selbst in den USA überall durchsetzen, weil die Produkte so toll sind. So, und denen jetzt dürfen wir nicht, wie soll ich sagen, die Möglichkeiten nehmen, sich in dem Bereich auch zu positionieren und voranzutreiben. Das heißt, wieder wie bei vielen anderen Themen auf der europäischen Ebene, gibt es Menschen, die sich zuerst mit Regulatorik beschäftigen. Also wie kann ich jemandem einen Stein in den Weg legen, wie gebe ich in den schweren Rucksack der bürokratischen Auflagen noch mehr Zentnersteine rein, als zu überlegen, wie tun wir die Steindl aus dem Weg räumen, wie beschleunigen wir die Möglichkeiten in Europa. Das ist schon etwas, was mir große Sorge bereitet, nicht nur mir, sondern auch meinen Kolleginnen und Kollegen in ganz Europa, dass von der europäischen Ebene her, da muss man bewusst benennen, aus dem Bereich dieser EU-Kommission, in den letzten Jahren schon viele, vielleicht gut gemeinte, aber in der Umsetzung sehr bürokratisch ausgelegte Regeln gekommen sind, die uns alle in der Beweglichkeit belasten. Das gibt es weder in den USA, das gibt es nicht in China, das gibt es in keinen der asiatischen Länder. Also da wird Turbo gemacht. Und Sie haben eine jüngere Bevölkerung, Sie haben nicht dieses Alterspyramidenproblem, das gibt es eher in Japan und Südkorea, aber in der Mehrheit der Länder nicht. Die wollen sich was aufbauen, die sind leistungsorientiert, die wollen hoch hinaus und die sagen, wir nehmen den Wettbewerb mit Europa an. Also wie gesagt, Frankreich und Großbritannien nehmen den Wettbewerb auch an. Also Sie sagen, dass sie es machen, aber die Worte höre ich wohl. Aber auch dort fehlt mir der Glaube, wenn man einfach sieht, wie groß der Abstand schon jetzt zu den USA und zu China ist. Ja, den Abstand wird man jetzt auch nicht mehr einholen können. Es gibt, dass wir auch ein bisschen die Schattenseiten beleuchten, es gibt eine Berechnung der OECD, dass die künstliche Intelligenz, die auf uns zurollt, egal wie man es jetzt reguliert oder nicht reguliert, in den nächsten 10 Jahren ein Drittel der Arbeitsplätze vernichten könnte. Denkt man das mit? Überlegt man da neu? Das ist in vielen Bereichen da. Ich erinnere mich, das waren die apokalyptischen Studien in den 70er Jahren. Jetzt kommt die Automatisierung in den Automobilfabriken und in den ganzen Fabriken und da werden die Menschen zu Millionen arbeitslos werden. Ich erinnere mich an einen Cover
des Spiegel damals, sehr renommiertes deutsches Magazin. Ein ähnliches Cover gab es vor ein paar Jahren zum Thema Digitalisierung. Jetzt wird die Digitalisierung, die ganzen Verwaltungsjob wegrationalisieren. Und jetzt sozusagen kommen die Geschichten rund um das Thema KI. Aber das sind keine Medienberichte, das ist die OSZE. Nein, aber das basiert ja immer auf Studien der OSZE, ja, von Beratungsunternehmen. Die Medien übernehmen das ja nur richtigerweise. Aber all diese Kalkulationen haben sich mittelfristig geirrt. Warum? Weil es zu Verschiebungen der Sektoren kommt. Ja, es kommt dann mittelfristig dazu, dass es Veränderungen gibt, es werden Technik eingesetzt, aber gleichzeitig gibt es einen neuen Bedarf woanders. Und jetzt sage ich für Europa, ich habe es vorhin angesprochen, unsere Eltern, vielleicht machen wir sogar noch unsere Großeltern, die werden älter, wir werden älter werden. Das ist in Europa so. Und die werden daher mehr persönliche Zuwendung brauchen, persönliche Dienste. Wenn wir wollen, dass es den Kindern besser geht, wird nicht die KI die Kinder unterrichten, die wird das vielleicht irgendwie unterstützen, aber wir werden Menschen brauchen, die persönlich, und das wollen wir auch, und dazu bekenne ich mich auch, mit den Kindern an ihrer Entwicklung arbeiten, sie dabei unterstützen, bis in die Schule hinein. Wir werden eine große Sehnsucht nach persönlicher Beratung haben. Das hat schon begonnen im Handel, in der Dienstleistung, im Tourismus, weil vieles so digital und schnell geworden ist. Also was meine ich? Es gibt eine Verschiebung in den Systemen und gleichzeitig einen höheren Bedarf aufgrund der älter werdenden Bevölkerung. Also ja, da wird es Austauschgeschichten geben, aber es wird nicht die KI unter ihr Elektroauto kriechen, um dann dort mechanisch etwas zu reparieren, was noch immer notwendig sein wird. Und es wird auch nicht die KI von selber irgendwo das Software-Update machen, sondern das wird jemand tun. Es wird vielleicht optimierter gehen, ne? Und man wird sie, wo, wie ich schon gesagt habe, in der Gesundheit zur Unterstützung einsetzen können. Aber es wird noch immer der Radiologe oder die Radiologin dort sitzen oder die Assistentin und sagen, den Mensch brauchen, es wird der den auch Mensch, eine Wert. Und zwar in einer sehr, sehr großen Zahl. Ich fürchte mich da gar nicht. Wir brauchen eine Debatte, wo kann die KI den Menschen unterstützen, so wie früher. Die Software, das ist ja sozusagen jetzt nicht viel anders unter Anführungszeichen, wir müssen ein bisschen Begriffsähnlichkeiten sprechen, oder früher, wo konnte die Technologie in der Produktion den Menschen unterstützen, das Leben einfacher machen, schwere Arbeiten reduzieren. Und ich glaube, sie wird gut und wichtig sein für die Energiewende, um einfach diese Energienetze besser auszusteuern, die Energie dorthin zu bringen, wo sie gebraucht wird für neue Speichertechnologien. Da sind viele Chancen, die wir uns aktiv zuwenden sollten und nicht sofort sagen, du mal alles zu Tode regulieren. Kommen wir zum Abschluss noch zu einem Thema, das hier unmittelbar anstehen wird im Herbst, nämlich die Lohnverhandlungen. Da sagt die Gewerkschaft schon, also ihre Partner in der Sozialpartnerschaft, es wird natürlich eine Inflationsanpassung geben müssen. Der Finanzminister hat schon signalisiert, naja, die Lohnanpassungen seien ein Inflationstreiber. Wie wird denn das ablaufen? Also wir haben es eigentlich bislang nie so gemacht, der Wolfgang Katzian und ich, dass wir uns von Präsidentenebene in die konkreten Verhandlungen der Branchen einmischen. Das ist dort in guten Händen. Die Branchenverhandler wissen, was ist Sache. Aber es ist schon eine sehr ernste Situation. Also es ist keine Situation, die wir mit der Vergangenheit vergleichen können. Es war zum letzten Mal in den 70er Jahren so, dass wir derart hohe Inflationsraten über einen vielleicht sogar längeren Zeitraum. Wir können noch immer nicht sagen, wohin die Reise geht. Es kann auch ganz anders ausgehen, als viele glauben. Ja, wirkt das, was die Europäische Zentralbank macht oder nicht? Passiert noch irgendwas rund um den Globus? Und wir haben ja Treiber für diese hohe Inflation, die nicht nachlassen werden. Mag das vielleicht in zwei, drei Sätzen sagen, wenn man das versteht. Die Energiepreise sind nicht nur getrieben durch Spekulation auf den Märkten oder Verknappung, sondern auch dadurch, dass es bewusst in Europa eine politische Entscheidung gegeben hat, zu sagen, wir wollen aus dem fossilen Bereich aussteigen. Und die Chinesen gleichzeitig gesagt haben, wir wollen weniger Kohlekraftwerke bauen, bauen sie weiter, bauen weniger, aber und viel mehr Gas. Das heißt, dieser Bedarf, hohe Nachfrage, begrenztes Angebot, wird ein bisschen umgelenkt und hat den Preis zum Steigen gebracht. Der wird also mittelfristig für fossile Versorgung mittelfristig höher sein, als er vor 21 war. Wir können aber in Österreich uns nicht nur mit erneuerbaren Strom selbst versorgen, sondern was die Energie betrifft, wir brauchen, wenn die Sonne nicht scheint, Nacht, kein Wind geht, Flaute, das nennt man Dunkelflaute, gibt es einen Spezialbegriff im Energiebereich, und im Winter sogar die Pegelstände niedrig sind, braucht man andere Primärenergieträger, die für die sogenannte Grundlast sorgen. Naja, da gibt es halt nur die fossilen, Atom haben wir nicht, aber was machen wir? Wir importieren. So. Und der Bedarf an Strom, wenn man auf Elektromobilität umsteigt oder elektrisch heizt, dann steigt alles. Also das heißt, man kann sich ausrechnen, es wird in Europa mittelfristig preislich nicht günstiger. Die haben knappe Arbeitskräfte. Das heißt, die Leute werben sich wechselseitig, die Firmen, die Arbeitskräfte ab, der öffentliche Bereich auch. Ne? Was passiert dadurch? Man überzahlt ordentlich über den Kollektivvertrag Inflationstreiber. Energie, Arbeit, Rohstoffe.
So, der internationale Handelskrieg zwischen den Chinesen und Amerikanern, inflationstreibend, ist alles inflationstreibend. Also diese These, das geht sofort wieder ganz runter. Das bedeutet aber, dass für unsere Firmen, die stark im Export tätig sind, im Wettbewerb die Position brutal härter wird. Das weiß die Gewerkschaft natürlich. Das wissen die Spezialisten, die wissen die Betriebsräte. Das heißt, man muss schon sagen, das wird im Herbst eine intensive Diskussion werden. Die Firmen sagen zu Recht, die Betroffenen im Bereich, so kann das nicht weitergehen. Die müssen verhandeln. Ich sage nur dazu, das ist anders als in der Vergangenheit. Man kann immer argumentieren, es war schon immer so und so weiter, aber alle Betroffenen wissen, das ist eine sehr ernste Situation. Da sind Betriebe wirklich existenziell betroffen und für manche Branchen in der Folge dann, ja, die können, weil es ihnen super schlecht geht und sich das jetzt strukturell so entwickelt hat, auch dann immer mithalten. Und da muss man dann schon ziemlich genau hinschauen, dass das soziale Gefüge vernünftig, ja, im Gleichgewicht und in der Balance bleibt und dass wir da nicht irgendwie in eine Situation kommen, die dann für uns alle sehr bedrohlich und schlecht ist. Ich hoffe dann natürlich auf die Unterstützung der Regierung, aber auch der Opposition, dass da schon alle den Blick drauf haben auf einen Schulterschluss und nicht, dass sich dann die Menschen der Spitzenpolitik zweckspolitischer Inszenierung irgendwo produzieren und glauben, weil in einem Jahr Nationalratswahl sind, muss man da jetzt drüber fahren oder so, sondern da geht es um uns alle, da geht es um den sozialen Frieden im Land, da geht es um die Grundlagen des Wohlstands der Menschen, ja, weil man einfach darauf schauen muss, ne, was passiert. Das heißt, auch da wieder eine Debatte über das Reale und nicht das Wünsch dir was. Ja. Wünschen tun wir uns alle viel. Wir haben uns früher alle beim Christkind als junge Leute viel gewünscht, wir haben uns alle vielleicht als junge Leute vom Leben was anderes gewünscht, aber es gibt dann ein hartes Rendezvous mit der Realität. So wie bei der Arbeitszeitfrage. Diese 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich, das ist eine Fiktion aus einer Zeit, wo die Bevölkerungspyramide und der Arbeitsmarkt gänzlich anders war. Heute rennt man den Leuten händeringend nach. Ich habe es gesagt, wie viele uns fehlen werden in Zukunft. Sie haben gesagt, in Ihren Umfragen hat eine Mehrheit gezeigt, dass die dagegen sei. Ja, also Sie sagen, wenn sich das dadurch das Sozialsystem verschlechtert, die Inflation steigt, Sie vielleicht weniger Pension bekommen würden, das unmittelbare Auswirkungen auf Kinderbetreuung, auf Altenpflege, auf OP-Termine, auf was immer hat. Oder zum Beispiel öffentlicher Personennahverkehr. Da werden, obwohl wir ja angeblich wollen, dass die Leute umsteigen, ja, also vom Auto auf ein öffentliches Verkehrsmittel. Und jetzt werden überall aufgrund der fehlenden Mitarbeiter schleichend begonnen, die Intervalle zu verlängern und nicht zu verkürzen. Und dann glaubst du, dass die Leute motiviert sind und sagen irgendwie, dann mache ich das. Die sagen, das ist doch vollkommen unglaubwürdig, was die Politik da vorgibt. Die geben Ziele vor und es funktioniert nicht. So, also daher Realitätssinn. Die Leute haben das, die Österreicherinnen und Österreicher haben in der großen Mehrheit ein super Gespür, was im Land passiert. Ein super Gespür für, was das Land braucht. Ein super Gespür, was sie sich vom Sozialsystem erwarten und sind erfreulicherweise ja auch bereit, ich habe es gesagt, dafür selbst was beizutragen, weil ob man jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde mehr oder weniger macht, in der Frage, was es für uns alle und für sie selber und ihre Familien bedeutet, da ist jeder ziemlich schnell dabei, weil er das ja spürt und sagt und jeder, das zahlt sich aus. Sie wollen nun nicht die Trotteln sein und dann draufzahlen auch ökonomisch, sondern sie wollen dafür was haben und das finde ich fair. So eine Debatte brauchen wir und das ist, warum wir im Land mehr über diese unangenehmen Wahrheiten reden müssen, als über den Menschen das Sand in die Augen streuen und kulturkämpferische Placebo-Debatten, die meiner Meinung nach nicht einmal im Sommer noch einen Platz haben sollten, schadet dem ganzen Land. Danke, Harald Marer, für dieses Interview. Danke für die Einladung. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.